Real Madrid hat einen neuen Trainer, Verletzungssorgen bei Schalke 04 und Zlatan räumt ab. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico und wenn ihr Bock habt, am Wochenende Ronaldinho, Kevin Prinz Boateng und andere Superstars in Frankfurt live zu sehen, dann bleibt dran, denn natürlich haben wir Tickets für euch. Los geht's! Bevor wir aber mit den angekündigten Themen loslegen, müssen wir über eine Sache sprechen, und zwar die WM 2022 in Katar. Ja, als wäre es nicht schlimm genug, dass die WM in Katar stattfindet, jetzt wird es noch besser, denn Katar kann scheinbar nicht alle Zuschauer, die für das Weltturnier erwartet werden, unterbringen. Und deshalb hat man sich in Katar überlegt, so, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Was haben wir denn für Nachbarländer, wo man Leute unterbringen könnte? Iran! Ja, warum nicht im Iran? Chef Hassan Al-Tawadi bestätigt, das ist Teil des operativen Plans. Die FIFA müsse dieses Vorhaben aber noch absegnen. So, Freunde, und damit wir uns hier mal richtig verstehen, haben wir euch Informationen vom Auswärtigen Amt rausgesucht, die Situation im Iran beschreiben, okay? Der Gebrauch verschiedener Kommunikationsmedien ist regelmäßig nur eingeschränkt möglich. Außerdem heißt auf der Website, die entsprechende Kommunikation wird überwacht und es sind Fälle bekannt, bei denen ausländische Staatsangehörige aufgrund derartiger Kommunikation mit ihrem Heimatland angeklagt und verurteilt worden sind. Und was kommt zu einer WM noch außer Fans? Journalisten. Richtig, richtig. Kann mir irgendjemand erklären, wie das funktionieren soll? Ja, was hat zwei Daumen und Scheiß auf alle Fußballfans? Ich hoffe, wir haben ein Bild von Gianni Infantino, weil sonst stehe ich jetzt hier und es klingt so, als wäre ich der Typ. Ich meinte Gianni Infantino, okay? Seit 4 Spielen sitzt Santiago Solari nun auf der Bank von Real Madrid. Und wir wissen ja, unter Lopetegui war man so mittelmäßig in das ganze Ding reingestartet, die Saison, und wurde auch im Clásico geschlachtet. Und jetzt? Ja, Solari soll bleiben, denn die 4 Spiele unter ihm hat man allesamt nebenbei gewonnen. In diesen 4 Spielen erzielte Real Madrid 15 Tore, kassierte nur 2 und das reicht Florentino Perez, um dem Übergangstrainer einen Vertrag bis Ende der Saison zu geben, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Außerdem hat Solari ja Real auch wieder 4 Punkte an Barca rangeführt, was jetzt auch daran liegt, dass Barca natürlich gestruggelt hat, aber ne, es sah ja eigentlich vor 3 Wochen schon so aus, als wäre Barca schon Meister. Nachdem sich Marc Uth von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt eine schwere strukturelle Muskelverletzung zugezogen hat, ist er ja für die beiden Länderspiele ausgefallen. Und wie lange er tatsächlich ausfällt, steht auch noch nicht fest, aber es scheint eine schwerwiegende Verletzung zu sein. Blöd für Schalke 04, denn seit gestern weiß man, auch Breel Donat Embolo verletzte sich im Spiel gegen die Eintracht. Embolo erlitt einen Bruch des zweiten Mittelfußknochens im linken Fuß. Embolo hatte vor knapp 2 Wochen in der Champions League einen Schlag auf den Fuß erlitten. Gegen Frankfurt hat sich die Verletzung dann wohl zu einem Bruch entwickelt. Ja, ist schon, ich meine, der ist noch relativ jung, aber schon viele Verletzungen. Aber die andere Geschichte ist, der ist gestern mit Krücken bei der Nationalmannschaft angekommen, wo ich mir gedacht habe, ein Fuß gebrochen ist, warum reist er zur Nationalmannschaft? Zlatan Ibrahimovic hat ja inzwischen relativ viel gewonnen, was es zu gewinnen gibt im Weltfußball. Und jetzt hat er auch noch eine prestigeträchtige Auszeichnung dazu bekommen. Er ist Rookie des Jahres in der MLS. Hä? Wer kann das schon von sich behaupten? Wayne Rooney zum Beispiel nicht, der ist nämlich nur Zweiter geworden. Jetzt muss man aber auch sagen, dass 29 Scorerpunkte in 27 Spielen ein relativ starkes Argument für den Schweden sind. Naja, wie auch immer, außerdem gibt es andere Nachrichten um Zlatan Ibrahimovic, denn Tony Chaperon, ehemaliger Schiedsrichter in der Ligue 1, hat gestern im Interview gesagt, ehrlich gesagt ist Zlatan ein ganz schön nerviger Bengel. So ungefähr. Chaperon bezeichnet Ibrahimovic als schwierig und verrückt. Allerdings war ihm nicht klar, ob der Stürmer eine Rolle spielt oder seinen Charakter auslebte. Ich hoffe für ihn, dass es nur eine Art von Schauspielerei war. Er sagt so viele verrückte Dinge, ich hoffe, dass er nicht wirklich so denkt. Ich glaube, der denkt so. Eine Geschichte von Chaperon kommt aus dem Jahr 2015, da erzielte Zlatan einen Hattrick gegen Lorient und soll danach, als der Schiedsrichter den Ball in der Hand hatte nach Abpfiff, soll er zum Schiri gegangen sein und so gemacht haben. Ja, und dann wollte der Schiedsrichter ihm den Ball erstmal nicht geben, weil er meinte, ey, das ist aber nicht sonderlich respektvoll. Am Ende des Tages hat Zlatan den Ball bekommen. Wie immer, Zlatan kriegt, was Zlatan will. Und jetzt noch ein paar kurze Nachrichten aus der Welt des Fußballs. Beşiktaş Istanbul will die Leihe von Loris Karius permanent machen und den Schlussmann vom FC Liverpool fest verpflichten, wenn alles gut läuft. Außerdem, der FC Magdeburg trennte sich gestern von seinem Trainer und Co-Trainer. Jens Hertel und Ronny Thielemann. Oh, und dann noch eine Geschichte, weil ich es einfach lustig finde. Sie zeigt, wie schlecht man auch in der Bundesliga arbeiten kann. Der VfL Wolfsburg hat ja in Victor Osimhen und in Landry Di Mata 2 große Sturmtalente derzeit nach Belgien ausgeliehen. Ja? Und die Jungs liefern richtig. Di Mata ist mit 10 Treffern erster in der Torschützenliste und Osimhen hat auch schon 5-mal genetzt. Also eindeutig Spieler, die auf Dauer dem VfL weiterhelfen könnten, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber was man auch hat, ist Kaufklausel in den Vertrag reingeschrieben. Und wenn die beide jetzt da bleiben, und ich sag mal, bei den Leistungen könnte man es nachvollziehen, kriegt der VfL wie viel?
7 Millionen Euro. 7. Ja. So, Freunde, und jetzt wie versprochen. Am Samstag findet in Frankfurt das Game of Champions statt. Und es sind Champions, die am Start sind. Ronaldinho, ja, der Ronaldinho, führt eine Weltelf mit Gaizka Mendieta, Gilberto Silva, Raphael van der Vaart aufs Feld gegen eine Truppe von Eintracht-Legenden. Kevin Prince Boateng, Uwe Bein, Marco Rus, alle Mann an Bord. Und ihr könnt mit am Start sein. So, und das ist relativ einfach. Wir verlosen 3x2 Tickets. Teilnahme, okay, aufpassen. Hier unten in der Beschreibung findet ihr einmal einen Link zu den AGBs, ne, Teilnahmebedingungen, müsst ihr vorher gelesen haben. Und dann einfach bis morgen um Mitternacht teilnehmen und die folgende Frage beantworten. Ronaldinhos, legendäre Nike-Werbung, in der er 4-mal die Latte getroffen hat, stellte einen YouTube-Rekord auf. Welcher war das? Antwort in die Kommentare. Die Gewinner werden am Donnerstag benachrichtigt und, Freunde, natürlich werden wir auch an Bord sein. Also haut in die Tasten, schreibt in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram gerne, wenn ihr am Start seid. Ich freue mich über jeden, den ich sehe. Das war's für heute. Hier findet ihr den Fakt des Bundesliga-Rückblick. Hier findet ihr Top 10s. Und Freunde, heute kommt noch ein kleines Video zur Eintracht aus Frankfurt. Bis dahin, adios.